3, 2, 1, fire in a hole! Hallo und herzlich willkommen bei einem neuen Let's Play hier auf dem EPVP-Channel. Und zwar DayZ Origins. Man sieht es gerade schon im Hintergrund. In der Charaktererstellung. Ich habe jemanden dabei, das ist Revan. Hey. Der ist auch gerade noch in der Charaktererstellung. Und wir wollen das euch kurz mal zeigen. Wir haben halt die Auswahl zwischen männlich und weiblich. Ich werde mal einen männlichen nehmen, Revan wahrscheinlich auch. Und Ja, ich habe wieder den üblichen bei mir. Genau. Und hier gibt's normale Menschen im Endeffekt. Da gibt's noch solche wie ein Dimitri hier zum Beispiel. Der hat Skills, coming soon. Das wird wahrscheinlich mit einer der nächsten paar Patches dann wichtig werden, denn dann würden die irgendwie besondere Fähigkeiten haben. Bisher ist es noch egal und deswegen nehme ich einfach mal ihn, weil er Mettler ist. So, jetzt sind wir bei der Auswahl im Endeffekt vom Spawnpunkt. Wir haben hier schon eine leichte Übersicht dahinter, wo wir spawnen können. Das wäre entweder PvP oder erstmal ein bisschen looten. Und wir haben uns dafür entschieden, da wir doch schon durchaus relativ viel Erfahrung in dem Spiel haben, dass wir einfach mal B-Laufen wählen. In dem Fall, weil wir haben da viel PvP-Zone und wir haben ein Ziel, denn wir wollen direkt, wenn wir auf den Server kommen im Endeffekt, ein Pandit werden. Bedeutet, wir werden versuchen, Leute zu töten. Wie das funktioniert, werde ich euch da später noch erklären. So, ich bin gespawnt. Sehr gut. Ich bin auch gerade was spawnen. Bin gerade im. Ich bin neben einem blauen Schild und einem gewissen Schweinelaster. Ah, der kommt uns ja fast nicht bekannt vor. Also du solltest es erkennen. Ich weiß, wo du bist, ja. Ja, wie man schon im Ladebildschirm gerade gesehen hat, hier gibt es ein paar Sachen, die man machen kann, modifizieren kann. Ja, ich bin eigentlich direkt am Eingang von Belof. Oh. Ich kann ja mal hinkommen. Der Service hat er in 10 Minuten. Natürlich sehr gut für den Anfang. Aber es ist ja auch kein Problem. Denn wir versuchen uns erstmal hier erstmal zu finden. Und dann können wir entscheiden, wo wir hingehen. Hier stehen ein paar Fahrzeuge rum. Ich renne jetzt erstmal Richtung Beeldorf, also ich. Okay. Norden. Ich auch. Ja, das ist auch ein großer Aspekt hinter DayZ Origins, denn man findet hier relativ viele Fahrzeuge, auch auf Servern, bei denen das eigentlich nicht so sein sollte. Das Problem ist, diese zu reparieren. Zum Beispiel mit irgendwelchen Reifen oder irgendwas schreit hier gerade bei mir rum. Das könnte ein Zombie sein. Wenn es eine weibliche Stimme ist, dann ist es höchstwahrscheinlich ein Zombie. Naja, jetzt ist weg. Er kam aber aus der Stadt, muss ich sagen. Okay. Das klingt seltsam. Ich bin gerade bei der Tankstelle. Wenn ich Glück habe, finde ich hier auch direkt eine Toolbox. Das Glück ist mir nicht. Such mal die Apartmenthäuser hier. Und ja, nur kurz eine Erklärung zum Interface. Für Leute, die es eben nicht kennen. Wir haben hier eine Anzeige dahinter, wie unser Trinken steht. Unser Essen steht rechts unten. Unser Blut. Und die Anzeige drüber, die jetzt derzeit ein bisschen rötlich-orange ist, das ist eine Anzeige für die Wärme, die wir haben. Denn hier gibt es auch die Möglichkeit, eben zu unterkühlen. Und das wollen wir natürlich nicht. Wir haben gerade ein bisschen Trinken gefunden. Beim Unterkühlen, also man wird ja erst unterkühlt, wenn man im Wasser schwimmt oder auf einem Schneeberg. Genau, ist. Oder im Endeffekt auf der Ölplattform ist oder so. Es gibt ja alles Möglichkeiten und Variationen. Mhm. Die Anzeige drüber, das ist eine, diese Waffe da. Das ist eine Anzeige dafür, wenn ihr gerade im Kampf seid. Seid ihr im Kampf, könnt ihr euch nicht ausloggen. Und dann blinkt die rot. Nur zur Anmerkung. Ich hab einen Teddy-Rucksack. Ah, das ist ein Rucksack, sehr gut. Und die drei Symbole, vier Symbole drüber. Das ist einmal diese drei Männer da, die da rumstehen. Wo bei mir jetzt eine Null steht, das sind die Zombie-Kills. Eins drüber sind die Banditen-Kills. Noch eins drüber ist die Hero-Kills. Und das oberste ist der Survivor-Kill. Was das Ganze bedeutet ist, werde ich euch gleich erklären. Denn hier in DayZ Origins haben wir die Möglichkeit, uns zu entscheiden, was wir werden wollen. Oder wir werden eben reingeworfen, wenn wir uns verteidigen. Und es kann sein, dass wir im Endeffekt Bandit oder Hero werden.
Survivors in dem Level 2500. Das ist ein neuer Starter, der noch gar keinen getötet hat und noch gar keine Punkte dazu gekriegt hat durch Zombies töten. Und genau, so geht das eigentlich auch ab. Man tötet Zombies und kriegt dafür Humanity oder man verbindet jemanden, verarztet jemanden und kriegt dafür Humanity. Das sind die Punkte, die wir brauchen, um Hero zu werden. Die Frage ist natürlich jetzt, wie wird man bandet? Ich hab hier einen Dauer-Rucksack. Sehr gut. Willst du den haben? Nee, ich gehe hier mal in die Feuerwehr. Da gibt's die Möglichkeit, im Endeffekt Leute zu töten und dadurch würden wir Minus-Humanity kriegen und würden so bandet werden. Dann gibt's noch ein paar Variationen, wie man noch Punkte kriegen kann, aber das werdet ihr wahrscheinlich im Laufe des Let's Plays alles mitbekommen und bemerken. Ich habe gerade eine AKM gefunden. Mit einem Magazin. Ich hab ein Hunting Knife. Und wer sich gerade eben fragt, warum wir uns noch nicht gesucht haben, ist, weil wir wissen, wo wir beide sind. Denn wir sind ja beide in Beelov gespawnt. Oder halt in der Nähe davon. Also. Und die Spawn-Mechaniken funktionieren eben so, dass man ringsrum um den Spawnpunkt spawnen kann. Somit bin ich eben außerhalb von Beelov gespawnt und er eben auch. Und er ist von hinten reingelaufen und ich von vorne. Bräuchte ich halt schon mal einen Rucksack im Endeffekt. Also ich habe einen Rucksack gerade gefunden. Weiß gerade gar nicht, wie viel Platz der hat. 16, okay. Denn in dieser Variation von DayZ gibt es im Endeffekt auch beim Spawnen gar keinen Rucksack. Man muss ihn eben auch erst finden. Und ja, es ist ungefähr so das wichtigste Item, was man haben kann hier. Vorerst einen Rucksack zu haben und eine Toolbox. Toolbox ist eben das, was wir brauchen, um Autos zu reparieren. So. Jetzt ist die Frage... Ich habe jetzt auch wieder einen großen Rucksack gefunden. Einen großen, also so ein Jech-Backpack? Mhm. Okay. Sehr gut, dann das ist schon mal ein 24-Platz-Rucksack. Kommst du dann... Nee, 16. Der hat 16. Der Jech-Backpack? Ja. Der hat 16? Oh, das ist mir aber neu. Ah nee, doch, nein, 24, ah, stimmt. Okay. Das war der andere Rucksack, aus dem ich mal wieder rausgeholt habe. Mein Fehler. Genau. Ah, ich habe eine Lee Enfield gefunden. Nimm die mit. Das ist eine sehr starke Waffe. Ich habe die Double Barreled mal weggemacht, allerdings habe ich, glaube ich, da noch Munition gesehen gehabt. Ich hoffe ich mal. Ja. Ich habe die Enfield Magazin, immerhin. Ich glaube, ich habe auch gerade ein Hunting Knife habe ich jetzt auch noch. Und relativ viel Essen und Trinken. Und ja, unser erstes Ziel wird auf jeden Fall sein, nach Sabina zu gehen und da was zu looten. Dafür müssen wir uns natürlich erstmal finden, das ist völlig klar. Wenn es erstmal... Bis zum Salary Start sollten wir es, denke ich, gefunden haben, oder? Denke ich mal. Also wie gesagt, ich bin bei den Apartments. Such dort ein bisschen was Zeug zusammen für mich. Gerade jetzt Munition oder sowas. Essen, Trinken habe ich schon ein bisschen. Okay. Ich komme dir einfach mal entgegen, würde ich sagen. Ja, wir haben noch 4 Minuten bis zum Restart, also. Ich habe gerade einen Zombie gepult. Bist du bei den roten Häusern oder bei den Oh, hier ist sehr viel Trinken drin. Ja, kannst du liegen lassen. Ich habe relativ viel dabei an Trinken und Essen. Okay. Nee, also ich nehme ein bisschen mit für mich, so ist nicht, weil hier immer was passieren. Allein dem Haus lagen jetzt 6 Dosen. 4 Pepsi, 2 Coke. Ja, ich glaube, ich finde immer relativ viel Trinken und Essen. Ja gut, ich habe auch schon sehr viele die Slugs gefunden für die Winchester. Allerdings leider keine Winchester, weil ich mag die einfach. Ich bin jetzt bei den roten Häusern. Bei diesen 3 roten Häusern. Ich bin gerade in einem drin, ich komme gerade runter. Okay, da vorne rennt ein Zombie. Ja, das größte Problem sind eigentlich auch gar nicht die Zombies hier auf dem auf dieser Modifikation. Oder das Essen oder das Trinken oder das Essen. Ja, das sind eigentlich so. Findet man relativ häufig. Und Waffen findet man eben auch, um die Zombies zu töten. Problem ist nur meistens, wenn man dann auch Spieler findet. Oder eben noch schlimmer, Aliens zum Beispiel. Oder NPCs. Da kann es im Endeffekt auch sein, dass man einfach mal so stirbt. Ich habe eine Ghillie-Suit gefunden. Okay, gut. Wo bist du jetzt eigentlich? Direkt mal bist du immer noch in dem roten Haus drin? Ja. Also ich bin gerade wieder in eins reingegangen. Okay, dann bist du eindeutig nicht hier. Könnte sein, dass du da vorne irgendwo bist. Oh, was ist das?
aus wie ein Haufen, wo einfach nur Schutt drauf liegt, so ein paar Holzbretter und keine Ahnung was, aber Ach so, bei den anderen Häusern nicht das ist drin. ein Campingtent. Okay. Komisches Zelt, aber Ah, da vorne sind die roten Häuser. Streichhölzer gefunden. Aber ich kann das Camp. Also, ah, warte, ich kann es gerade. Soll ich es mitnehmen oder was meinst Nee, du? nee, dafür brauchen wir noch ein paar Sachen, die relativ selten sind, um es dann aufbauen zu können. Es würde sich nicht lohnen. Dann würde es sich sogar mehr lohnen, ein direktes Haus zu bauen. Okay. Ach, da wurde jemand MG36 mit einer MG36 getötet und das kommt uns doch sehr bekannt vor. Dieser scheint nämlich in Ja, Sabina das war gewesen zu wahrscheinlich ein sein. NPC. So, und da der Server jetzt direkt neu startet in den nächsten paar Minuten, würde ich sagen, wir gehen mal hier hoch ins Haus und loggen uns dann auch direkt hier oben aus. Und wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. So, da sind wir wieder nach dem Restart. Und wir laufen auch gleich mal los und suchen Revan, denn er hat gesagt, er wäre hier irgendwo. In so einem weißen Apartment, also im Blockhaus, wie auch immer. Für ein Heli. Es werden höchstwahrscheinlich die NPCs sein. Ich höre ihn auch, ja. Das ist ein Chewie, aber ich glaube, keiner. Zwei, ja, das sind NPCs. Okay, ich bin jetzt bei so einem grauen Haus. Bin drinnen. Ich glaube, das ist nicht dein Haus hier. Ist halt nicht in welchem Duo jetzt gerade drin ist. Ich Das sind zwei graue meine, Häuser. Geh mal hier raus. stehen vier Stück nebeneinander. Ja, ein auch hinter dir. Ja, das bist du. Ich sehe schon. Okay. Ich hab da gerade was gesehen. Das hast du, glaube ich, auch gesehen, oder? Glaube, ich weiß, was du meinst. Moment. Ich bin mir aber nicht sicher, ob wir da rausschießen können. Aber hier vom Balkon können wir, oder? Im Balkon ist das Ja, eigentlich. klar. Hä? War ich jetzt Kommst nicht auch hier? du raus? Ich bin am Balkon. Auch auf dem Balkon. Aber du bist auf dem Bist anderen. du über mir? Bin weit, ich bin, also, ich bin rechts von dir. Bisschen weiter. Eins hoch. Warte, ich komme Nee, mal dann nehme ich hoch. gerade deine Hand. Ich Ein komme mal hoch. Stockwerk höher. Dann. Ah, da bist du. Ja, guck, da. Und ja, das ist das tolle Wer? Du oder ich? DayZ. Beide. 3, 2, 1, fire in a hole! Ja, Leute, das ist DayZ. Das ist DayZ. Explodierende Sandkästen. Zombies pullen. Ich Oh, glaube, ich habe noch ein Lee Enfield Magazin. wir haben sogar gerade nicht mal was gepult. Oh, doch, wir haben es gepult. Ja, hört sich aber so an. Nein, den werde ich jetzt nicht töten. Ich will meine Humanity nicht pushen. Kommst du mal raus? Ja, gleich. Moment. Würde ich sagen, dass wir dann direkt losgehen und in die Stadt gehen. Würde sagen, wir gehen hier hinten lang. Weil dann könnten wir nochmal in der Feuerwehr nachsehen, ob da was jetzt gespawnt ist. Also es müsste jetzt eigentlich was gespawnt sein. Na klar, aber was da eben genau ist. Wir wollen ja so viel Loot wie möglich haben. Es gibt ja diese Kettenfahrzeuge hier, diese gepanzerten, also die kaputten, die hier rumspawnen. Kann Die es Scrap. das sein, dass da auch Loot drin spawnt, so wie jetzt im Originalen der Sie oder in der Malsk sowas? Meinst du Scrap Buggies oder wie? Nee, nee, die Dinger kann man nicht fahren, die werden gespawnt, das sind ganz neue Objekte. Okay, nee, das kann nicht sein. Und LKW. Ja. Die Reifen sehen sogar recht gut aus. Ja, Hinten, na gut, hier fehlt da was. zwei Stück. Okay, da ist leider nichts drinnen. Ah ja, können wir einfach weiterlaufen. Weil das sollten wir uns vielleicht merken. Den könnten wir vielleicht auch aufpimpen und wieder lauffähig machen. Ich überlege auch gerade, ob wir vielleicht noch ein bisschen was mitnehmen sollten für aus dem Krankenhaus, so was wie Blutbags oder so. Bloodpack sollten wir mitnehmen, falls was passiert. Okay.
Warte. Dann mache ich die mit der Marke auch Haben wir auf. gepult, glaube ich. Ja, ist auch ein Trick. Immer nur auf der äußersten Scheibe drauf schießen. Mit der Barkov braucht man ein bis vier Schüsse eigentlich. Und kriegt dann eben auch das Ding auf. Also hier liegen halt Antibiotics und Morphium, aber Morphium habe ich mitgenommen besonderes. gehabt. Schade. Nehmen wir die beiden Antibiotics mit dem Rucksack, ich meine, Geht Platz habe klar. ich ja noch. Geht klar. Noch ein bisschen Morphium mit. Oh, hier unten ist es nicht relativ wichtige Sachen gespawnt, also um nicht zu sagen gar nichts. Hier oben ist Müll gespawnt. Und Gerade eine ganz, Feuerwehr. ganz oben ist noch eine Uzi gespawnt, die werde ich mal mitnehmen. Das ist übrigens auch ein tolles Feature von DayZ Origins, dass man zwei Waffen mitnehmen kann, hat man ja gerade gesehen. Einfach die im Slot gewechselt. Ihr könnt allerdings immer nur die ausgerüstete Waffe benutzen, also mit der schießen. Oder, beweg dich mal. Ich habe die gerade extra gepult. Nicht nur schießen, sondern ihr könnt sie auch nur weglegen, wenn ihr sie ausgerüstet habt. Naja. Ich würde sagen, wir gehen nochmal ganz kurz zum Eingang von Beelov, weil da müsst ihr noch in der Da vorne ist Tankstelle noch ein was spawnen. Supermarkt. Ja, du kannst ja reingehen, ich habe genügend Essen Ja, und ich guck Trinken kurz dabei. rein, ja. Ja, Essen, Trinken habe ich auch, aber es kann ja sein, da ist eine Map drin, Uhr, Kompass, sowas. Ach stimmt, genau, Map wär relativ interessant. Und der nächste ist gestorben durch ein NPC. Ja, wie vorhin schon gesagt, das ist eigentlich das Wichtigste, dass man da aufpasst vor NPCs. Weil die können halt überall stehen. Weil mittlerweile gibt es hier auch Missionen, zum Beispiel. Und ja, das ist halt etwas Wichtiges. Und ich habe mein Chatting-Tool gefunden. Sehr gut. Ich habe hier Sackzement gefunden. Ja, die können wir Noch erstmal eine liegen Uhr. lassen. Die brauchen wir jetzt vorerst noch nicht. Wird aber natürlich wichtig, wenn wir dann in den Bereich des Noch ein Bauens gehen. Sackzement. Noch mehr Dosen. Ja, ich würde sagen, wir können hier raus aus der Stadt. Gibt es sonst nichts mehr zu looten hier? Der Bus hier sieht einigermaßen. Welcher Bus? Ja, der kann nicht gehen, das ist ein gespawnter. So, okay. Guck mal, die haben sogar Telefonzellen hier. Ja, hier links unten Kann man die war gerade ein benutzen? blaues Auto. Nee, nee. Warte, man kann die nicht benutzen. Wo bin ich gerade hingerannt? Hier, du. Einfach rausgelaufen. Ja, ich Und hab's gar nicht. nicht hingeguckt. Ich hab hier gerade, ich war beschäftigt mit der Telefonzelle. Ah, da hinten. Links steht nicht Geguckt, noch ob ein da noch ein bisschen Auto. Kleingeld drin war. Vielleicht hat's jemand vergessen und wurde zum Zombie. Der braucht das. Okay, links das blaue Auto waren auf jeden Fall alle vier Reifen weg. Und an dem Auto sind von außen her noch zwei Reifen dran. Wo auf der anderen Witzigerweise, Seite? drei Reifen sogar. Und er ist schon gepanzert. Also jemand hat das scheinbar modifiziert. Ist aber, liegt aber leider nichts drinnen. Schade. Kommt ein Zombie gerannt. Können einfach mal weiter rennen. Kann das sein, dass hier rechts von uns in dieser Fabrik jemand ist? Ich Ja, kann jeder würde sogar sein. fast sagen, dass wir nachgucken, oder? Vielleicht finden wir jemand. Ja klar, wäre sehr gut. Also auf jeden Fall, das ist. Diese LKWs, die hier rumspawnen, die kann man ja auch nicht rumfahren, oder? Genau, die können wir auch nicht umfahren. Und davon in Schade. der Fabrik muss man natürlich für einen Hausbau was holen, und zwar Steine. Und es kann natürlich immer sein, dass jemand gerade da steht und gerade Steine hackt. Und Ja, wenn wir gerade Glück wenn da haben. ein Auto stand, das irgendwie modifiziert war. Genau. Aber ich glaube, das war nicht seins, also wenn da einer wäre. Weil wenn er wäre, da hinten reingefahren. Weil das Schwarze müsste da eigentlich sogar standardgemäß spawnen. Links könnten wir auf jeden Fall noch in dieses Fabrikgebäude rein. Da könnten wir jetzt noch ein bisschen Loot abholen. Und ich sehe jetzt rechts nicht unbedingt jemanden Steine hacken. Normalerweise hört man sowas sogar relativ weit. Aber nein. Da ist keiner. Schade. Ah, vielleicht haben wir ein bisschen Glück und hier drinnen ist eine Toolbox. Wäre ja auch möglich.
Dann könnten wir vielleicht sogar das Bathmobil reparieren, was ja eigentlich hier stehen müsste. Fährt ja auch 130, ja, nicht zu vergessen. Man Nicht ist halt, schlecht. man ist natürlich halt nicht geschützt, so ist es nicht. Also Nachteil gibt's auch. Aber dafür ist es echt super schnell. Vom einen Ort zum anderen zu kommen, hat man da echt große Karten. Große Karten, vor allem gute Karten. Und ja, hier ist leider kein Spawn drin. Schade. Nichts richtig drin. Können wir eigentlich direkt weiter rennen und aus dem Gebiet hier raus. Warum bist du eigentlich so langsam gerade? Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, weil ich die ganze Zeit so extrem renne. Ich Okay, nicht, ehrlich, du ne? hast noch die Marke auf in der Hand. Natürlich. Ja, dann ist er automatisch schneller. Ich habe mich halt schon mal für den Kampf gewidmet. Es könnte ja sein, dass jemand da angreift und dann hätte ich die Uzi Du kannst parat ja gehabt. extrem schnell zur, also nicht zur Lee-Enfield wechseln. Du kannst zu deiner AK wechseln ganz schnell. Also. Ja. Genau. Auf jeden Fall bleiben wir kurz stehen. Jetzt sind wir nämlich noch im geschützten Wald und ich würde sagen, wir werden im nächsten Part auf jeden Fall sehen, wie wir nach Sabina kommen, in der etwas größeren Stadt. Ich Hier bedanke mich liegt ein fürs Rucksack. Zusehen. Okay. Oder war es deiner? Ne, so meiner. Ich bedanke mich fürs Zusehen, sage Tschüss und bis zum nächsten Part. Ciao.